Mein Name ist Frank Mayer und ich bin jetzt schon VfB-Fan mindestens 30 Jahre. Und seit 20 Jahren der gleiche Sitzplatz, das ist dein Zuhause. Das war noch ein Neckarstadion, kaum was überdacht, der Wind ist noch reingekommen. Ja, man musste sich auch früher hocharbeiten, vom C-Block in B-Block und dann in A-Block. Der schönste VfB-Moment in den 30 Jahren war natürlich Leverkusen, 92, die Meisterschaft. Da war ich zwar erst 11 und für mich war das normal, dass man dann Meister wurde. Und dann macht der Guido Buchwald das Tor und da brachen alle Dämme auf einen Schlag. Jetzt, letzte Saison, das Spiel in Paderborn. Den ganzen Tag im Bus hochgefahren, immer zu jedem gesagt, kein Problem, wir schaffen das. Es lief ja alles gegen uns. War dann vieles Tor und dann war ich hier 4 Reihen weiter vorne und 2 Reihen weiter links. Eigentlich trägt man das Trikot, trägt man eigentlich immer mit Stolz. Weiß mit rotem Brustring und du weißt, es ist VfB-Trikot, ja. Also, das ist eben Wiedererkennungswert, den sonst keiner hat in der Bundesliga. Immer wieder ein Brustring und nicht bloß ein kleiner Balken. Es kam für mich kein anderer Verein in Frage. Das wäre Gewinnen Ruder.